Neulich in Nirgendwo, die unbeantworteten Fragen vom richtigen Leben. Das richtige Leben ist so eine Sache, so richtig kann man das nicht so greifen und wir haben auch keine Antworten, aber wir wollen und wir müssen einfach darüber reden. Hey Chris, na? Hey Svantje. Ich habe jetzt einfach gleich dich mit einem Namen vorgestellt und du hast natürlich auch schon zurückgespielt. Heute geht es um die unbeantworteten Fragen des Lebens und vom richtigen Leben und das wird es auch in den nächsten Folgen. Und das ist natürlich jetzt so eine Podcast-Reihe, wo wir, in meiner Filterblase ist es zumindest so, das gibt das richtige Leben. Sehr oft hat das mit den Themen Nachhaltigkeit, bewusstes Handeln, irgendwie wir sind hier in der Klimakrise, wie können wir uns richtig verhalten. Und es schwirren so relativ viele Begriffe rum. Und das Ziel eigentlich von unseren Folgen ist es ja, dass wir uns so ein bisschen damit auseinandersetzen und aufzeigen, es gibt kein Schwarz-Weiß, sondern nur Grautöne dazwischen und es gibt sehr, sehr viele Paradoxe und in denen müssen wir uns jetzt irgendwie bewegen und gucken, wie es mit unseren Werten d'accord ist sozusagen. Das ist so grob das Überthema von der Reihe. Habe ich das so richtig gesagt? Ja, und wie wir das so uns durchwurschteln und da rauskommen, so, weil man hat halt die ganze Zeit die Fragen im Kopf und deswegen haben wir uns halt hier so im Nirgendwo versammelt und versuchen uns irgendwie zu nähern und wir haben natürlich schon ein Vorgespräch gemacht, auch wenn es, das müssen wir sagen, es ist das erste Mal, dass wir uns so live in Person halt dann irgendwie sehen und haben halt schon gemerkt, dass wir eigentlich überhaupt keine Antworten haben. Ich glaube auch, das Nirgendwo ist ein sehr, sehr guter Ort, um über unbeantwortete Fragen zu reden und auch das für uns ja jetzt so das erste Kennenlernen ist. Bis jetzt haben wir uns auch nur über so hochtrabende wissenschaftliche Themen ausgetauscht, ja, wie zum Beispiel das Thema, um das es heute geht, von dem ihr gleich erfahrt. Aber irgendwie müssen wir uns ja auch noch kennenlernen. Und da habe ich mir überlegt, kann ich mir nicht vorstellen, ich trinke gerade einen Yogi-Tee und die haben immer diese lustigen Sprüche drauf. Ich bin auch da so ein bisschen denen verfallen und habe gedacht, cool, ich kann irgendwie sagen, ich bin 20 und habe den und den Spruch. Aber hier steht jetzt heute eine Frage drauf, und zwar, wofür ich heute dankbar bin. Und ich bin dafür dankbar, dass ich Thermosocken anhabe heute. Das ist sehr gut. Und Chris, was kann ich über dich heute erfahren? Leider wenig, weil ich habe nämlich meinen Teebeutel habe ich nämlich schon entsorgt, aber ich hatte auch keinen Yogi-Tee und ich glaube, ich hatte keine Frage drauf. Und wir hatten ja als Alternative, haben wir uns gedacht, dass wir einfach so einen flotten Intro dann halt irgendwie machen. Und ich glaube, über mich so das Wichtigste gerade zu sagen ist, ich bin Förster, den es in die Stadt gezogen hat. Und deswegen, das drückt, glaube ich, auch schon viel aus über die Pole, wo ich die ganze Zeit versuche, hin und her zu lavieren zwischen zurück zur Natur und aber auch vorwärts mit der ganzen Menschheit. Und das ist irgendwie, naja, und da versuchen wir halt irgendwie so durchzutunneln. Und schön gesagt, ich bin Agrarwissenschaftlerin, die es in die Stadt verzogen hat und dann auch Stadtökologin, ja. Ich würde jetzt eigentlich schon fast so das Thema vorschlagen für heute. Bitte. Wir haben uns überlegt, okay, was kann man für einen kracher Einstieg machen für die allererste Folge eines Podcasts? Und da passt natürlich nichts besser, als sich das Buzzword rauszuholen für diese komplexe Krise, in die wir eigentlich reingesteuert sind mit der Menschheit, nämlich das Anthropozän. Und jetzt, wo wir schon gerade im letzten Jahr alle mit Corona zu tun haben, dass auch gerade damit liiert wird, dass wir uns immer mehr in den Lebensraum von Wildtieren vorwagen und dadurch natürlich auch mehr Krankheiten kommen, ist Corona ja eigentlich auch so ein bisschen so eine menschengemachte Pandemie. Also knüpfen wir uns heute mal das Anthropozän vor. Ja, mal schauen, wie weit wir kommen. Mal schauen, wie weit wir kommen, genau. Und auch in unseren Vorgesprächen haben wir uns dann ja gedacht, okay, Anthropozän, wie kann man sich da eigentlich gut annähern? Und das war für uns ja so ein bisschen einleuchtend. Wann haben wir das eigentlich das erste Mal gehört, den Begriff? Wie war das bei dir? Ich weiß es nicht ganz genau so. Also ich weiß nur, dass ich, also ich habe den schon mal gehört und das war auch irgendwie klar, so was mit Mensch und Zehen sind ja immer diese ganzen Zeitalter und klar passt das so zusammen. Und dann gab es dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, gab es eine große Ausstellung in Berlin im Haus der Kultur und der Welt zum Anthropozän. Und es war aber gar nicht so die Ausstellung, sondern es war eher, dass die halbe Stadt war halt zugekleistert mit den Plakaten und es hat mich dann immer, wenn ich draußen unterwegs war, hat mich halt dieser Begriff angesprungen und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und habe ich erstmal kapiert, wie tief das eigentlich reingeht in unser ganzes Leben und auch in unsere Beziehung zu diesem Planeten und zu den ganzen Tieren und Pflanzen und zu allem halt, mhm, und was das halt dann bestimmt ist. Und dann habe ich erstmal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und wie war es bei dir? Aber zwei Dinge würde ich dazu gerne noch sagen. Einmal 2013 ging die Ausstellung los, okay, im Haus der Kultur in der Welt. Und dann wollte ich noch wissen,
Wie war das dann für dich? Also was hat der Begriff irgendwie mit dir gemacht? Oder dass man Anthropozän zuerst hört? So, dass man denkt, okay, gut, scheiße, jetzt sind hier diese ganzen Poster in der Stadt, was soll das? Ja, nee, es war eher so ein Begreifen, so ein Verständnis halt wirklich, also was da durchgesickert ist, vielleicht auch, weil die ganze Stadt so zugebombt war und ich, eigentlich, wenn ich mich mal durch die Stadt bewege, ich schaue ständig auch, was ist an neuen Graffitis, was ist an neuen Postern da, egal, ob ich da jetzt dann irgendwie da hingehen will oder nicht, aber ich mag es einfach so, dieses Hintergrundrauschen. Und dadurch, dass dann einfach überall so Anthropozän klebte, vielleicht hat mir das auch einfach geholfen zu sehen, dass einfach, dass das überall treffen wir auf das, was jetzt so als Anthropozän beschrieben wird, dass das einfach so alles durchdringt oder sehr viel durchdringt. Und vielleicht war es wirklich diese Überflutung mit dem Begriff, der dann genau gemerkt hat, wie wir auch da, also wie tief es reingeht. Ich kann mich auch noch vage an diese Poster erinnern. Und das erste Mal habe ich es gehört in der Ringvorlesung, als ein Professor dann vom Anthropozän gesprochen hat. Und ich habe das halt das erste Mal gehört und war halt so, Anthropozän, okay, hat irgendwie was mit den Menschen zu tun, okay. Aber irgendwie konnte ich auch nicht so richtig was damit anfangen und irgendwie fand ich es auch erst so ein bisschen befremdlich. Und ich merke auch bei mir, je mehr ich mich eigentlich mit diesem Begriff auseinandersetze, umso dankbarer bin ich eigentlich dafür, einen Begriff dafür zu finden, für ein ja, sehr, sehr weitgreifendes und tiefgreifendes Problem, dass man es einfach damit kompakt und kurz beschreiben kann. Und ich finde es aber auch sehr beängstigend, muss ich sagen, wenn man sich das halt irgendwie bewusst macht. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen rumgezirkelt irgendwie, wie es das erste Mal war, als wir das hatten. Anthropozän vielleicht, Anthropos von Mensch und Zähn ist ja so dieses, beschreibt diese Zeitalter, sozusagen Erdzeitalter. Das ist eigentlich ein Begriff, der eingeführt wurde, ich glaube 2000 von Paul Crutzen, um ja sozusagen ein neues Erdzeitalter einzuläuten. Was sind eigentlich so Erdzeitalter? Kann ich das an dich abschieben und du erzählst kurz was über Erdzeitalter? Unbedingt so. Also super. Ich weiß, dass wir, also so rein, es gibt diese geologischen Erdzeitalter und die gibt es in verschiedenen Kategorien, sage ich mal. Wir sind gerade im Quartär und sollten uns jetzt im Holozän befinden. Und das hat vor ca. 12.000 Jahren hat sich die Erde angefangen, hat wieder aufzuwärmen. Da haben wir sozusagen das Pleistozän hinter uns gelassen, sind jetzt im Holozän. Und das passt auch insofern da halbwegs gut rein, weil dann mit dieser Erwärmung ging dann auch die letzte Eiszeit zu Ende, die Würmeiszeit. Und die hat erstmal so viel von dem menschlichen Leben möglich gemacht, in dem wir jetzt eigentlich sind. Aber wenn du mich jetzt so fragst, wirklich so, was bestimmt diese ganzen Erdzeitalter und woran macht man die fest, außer das mit der Erwärmung, kann ich dir jetzt da relativ wenig sagen. Was mir da auch noch aufgefallen ist halt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist, es war halt vorher, gab es das Tertiär, das war halt da, wo die ganzen Dinosaurier in Kreide und Jura über die Erde gestreift sind. Und das ist, und jetzt sind wir halt im Quartär, die Säugetiere haben quasi übernommen und der Mensch hat dann wirkt auf diesen Planeten ein. Ja, ich fand es irgendwie nochmal interessant, mir bewusst zu machen, dass das ja eigentlich so Begriffe sind, um die Geschichte der Erde zu erzählen, sozusagen. Ja. Und dann so zu bestimmen, okay, wie alt ist eigentlich diese Erde, wie viele verschiedene Phasen gab es und dass eigentlich auch ein großer Bestandteil davon ist, dass es aus der Geologie auch kommt und eigentlich geschaut wird, okay, wie könnte ich jetzt als Paläontologe, der auch mit Gesteinsschichten halt forscht, bestimmen, wo kann ich das in den Sedimenten sehen und in den Gesteinsschichten, dass halt diese Erdzeitalter begonnen haben. Und das konnte man dann mit dem Holozän den Startpunkt irgendwie machen und dann sagen, okay, das war jetzt vor 11.700 Jahren, weil man da bei irgendeinem Eisbohrkern irgendwie dann schauen konnte, okay, hier hat sich jetzt die Zusammensetzung verändert. Besser kann ich es gerade nicht beschreiben. Aber da dann sozusagen, da geht das Holozän los. Und jetzt ist eigentlich die Diskussion darum, okay, wir haben irgendwie begriffen, dass wir als Mensch so ein krasser Einflussfaktor auf die Erde sind. Wir können nicht mehr nur sagen, oh, es gibt jetzt die Menschheitsgeschichte und wir haben das und das und das gemacht, sondern wir beeinflussen maßgeblich diesen Planeten. Und das sieht man irgendwie an, was weiß ich, Artensterben oder der Klimakatastrophe. Wir sind quasi so ein krasser Einflussfaktor wie so ein Meteorit oder sowas. Ja, und eine geophysikalische Kraft. Und da ist dann jetzt die Frage, wie kann man das zum Beispiel, kann man das in Gesteinsschichten auch schon messen? Und so. Und da, diese Diskussion wurde angestoßen und glaube ich auch dann, das war auch so der Auslöser meines Erachtens vom Haus der Kultur in der Welt, dann zu sagen, okay, wir wollen es jetzt pushen in die Richtung. Und ich fand es dann auch nochmal interessant rauszufinden, es gibt einfach jetzt auch so eine Anthropocene Working Group,
die bis 2022 so ein Curriculum vorlegen wollen, um dann bestimmen zu können, ah, okay, das ist es dann, an dem und dem kann man messen, wann das Anthropozän begonnen hat sozusagen und an dem, ja, das ist ausschlaggebend dafür. Und ich bin gespannt, also es ist noch nicht offiziell, dass wir sagen, wir sind im Anthropozän, obwohl es für mich eigentlich vom Hörensagen so dachte, oh ja, ich habe das Konzept gehört, macht für mich total Sinn. Ja. Also so wirklich, also ich glaube, ein echtes Konzept haben wir nicht, was so diesen Begriff des Anthropozäns, glaube ich, unterscheidet von diesen ganzen geologisch bestimmbaren Erdzeitaltern, ist, dass dass ja eben nicht nur Naturphänomene mit reinbezogen werden. Also es gibt so Sachen, da kann man das ablesen, wie zum Beispiel das ganze Plastik, das wir halt in die über den Müll und alle möglichen Wege halt in den Meeren landet. Das wird halt von den Wellen zerrieben, dann entsteht das Mikroplastik und es fängt jetzt langsam an, sich abzusetzen. Und man hat in der Tiefsee, merkt man schon, dass sich da komplette Schichten aus Mikroplastik ablagern. Und man hat da schon eine Sedimentierung, also wo dann der menschliche Müll dann schon wieder in diesen großen Erdkreislauf dann mit reinbezogen wird. Und das kann man auch geophysikalisch da halt dann bestimmen. Aber was ich, das Anthropozän geht ja noch viel weiter, sondern es ist ja auch wirklich noch diese kulturelle Ebene, eben durch das menschliche Handeln. Und wie sie es da auch da halt festgelegt haben, ist, also so vom Startpunkt wird, so wirklich genau ist es gar nicht festgelegt, wann jetzt dieses Erdzeitalter da begonnen haben will. Was aber von vielen angeführt wird, ist dann die große Beschleunigung. Und das ist einfach nur etwas, das kann man in vielen Graphen kann man das halt sehen. So circa ab 1950 gehen einfach nur, egal welche Faktoren man halt irgendwie beobachtet, gehen die alle exponentiell nach oben. Ich habe das auch so zur Veranschaulichung, haben wir das mal mitgebracht. Es ist ja auch teilweise sitzen wir auch vor der Kamera. Ich werde versuchen, es so ein bisschen ins Bild zu halten. Das sind einfach jetzt so Grafiken, zum Beispiel Entwicklungen Erdsystems, wie die Kohlendioxidemissionen, die Temperatur, Versauerung der Meere. Wenn er sagt, er wird das ins Bild halten, dann hält er das in sein Bild. Ja, nee, ich werde es gleich in das richtige Bild halten, für die es nicht hören. Ich wollte nur einmal kurz die verschiedenen Grafiken halt ablesen. Oder wie sich der Fischfang entwickelt hat. Genauso auch, wie sich der Verlust an Wald entwickelt hat. Dann gibt es aber auch noch, sind so sozioökonomische Entwicklungen reinbezogen, also Wasserverbrauch, aber auch so Papierherstellung, Verbrauch von Düngemitteln, aber auch unser Telekommunikationsverhalten, Investitionen im Ausland. Und wenn man das dann so, ich weiß nicht, ob man raus kann, ich gehe mal so Richtung Kamera hin, und wenn man die ganzen Grafiken sich dann anschaut, im Notfall blenden wir es an dieser Stelle ein, das werden wir machen, und die gehen alle ab circa diesem Punkt 1950 steil nach oben. Und wenn man danach dann halt sucht, dann kann man das in ganz vielen verschiedenen Ebenen und halt eben nicht nur so in Naturfunktionen und Abläufe, die da halt passieren, sondern eben halt auch in so etwas wie Investitionen, also in klassisch menschlichem Handeln, wie viel jetzt an Geldern irgendwo hinfließt und die Zunahme dieser Geldströme, das ist nichts, was wir in der Erdkruste ablesen können, zumindest nicht direkt, aber da sieht man einfach einen Zusammenhang. Und da merkt man auch, und das kennzeichnet, glaube ich, das Anthropozän ist, dass halt Natur und menschliches Handeln dann halt sehr miteinander verquickt. Und dann kommt halt das Problem, dass die sich auch gegenseitig beeinflussen und dann so stark beeinflussen, dass wir den Ausgang von diesen ganzen, von unserem Wirken nicht mehr wirklich vorhersagen können. Außer, dass wir wissen, dass es halt steil explodiert in jeder Richtung. Ich weiß, dass wir das beide gesagt haben, dass sich darum gestritten wird eigentlich, was die Anfangspunkte sein könnten vom Anthropozän. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass es den einen Ansatz gibt, okay, ab wann hat eigentlich das menschliche Handeln und Wirken so stark begonnen, auf diesen Planeten einzuwirken, dass sich das wirklich verändert hat. Weil in der ursprünglichen Theorie ist ja diese Erde, und das war auch über die ganzen Erdzeithalter bis jetzt so, ist ein System, das sich aber selber regulieren kann. Es gibt vielleicht Extreme, wie mal eine Eiszeit sozusagen, aber es ist die Stoff- und Energiekreisläufe haben das immer sozusagen reguliert. Es gibt eine gewisse Resilienz. Und in diesem Bestreben jetzt, das Anthropozän auszurufen und auch wirklich das als offizielle Epoche zu machen, da ist es eigentlich so krass, dass der Mensch die Größe ist, die diese die Energieflüsse und auch Stoffkreisläufe durcheinander bringt sozusagen und da so krass drauf eingreift. Und dann ist ja jetzt die Frage, okay, wann hat das irgendwie begonnen? Und
Ich habe herausgefunden, dass es 4 Möglichkeiten gibt, okay, oder 4 Punkte, wo sich noch so ein bisschen darüber unterhalten wird. Einmal mit Beginn der Sesshaftwerdung, die, ja, Achtung Fachbegriff, neolithische Revolution, wo quasi die Jäger und Sammler, wie der Mensch früher gelebt hat, wo die angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben, weil da im Prinzip schon eingegriffen wurde in, ja, die Bodenbedeckung, wie sie vorzufinden war sozusagen, und dann immer mehr sozusagen auch Wälder abgeholzt. Und dann der zweite Punkt war die Kolonialisierung, dass durch die auch irgendwie Seuchen in die Welt gebracht wurden, das kann ich jetzt nicht mehr so richtig super begründen. Ja, weil es verteilt Indigene, wurde über die ganze Welt. Genau, also es wurden teilweise wurde Seuchen umgebracht, ist eine einheimische Bevölkerung, die nicht mehr sozusagen weiter existieren konnten, weil sie einfach mit den Keimen von den Kolonialisten nicht umgehen konnten. Genau, und es hat auch großflächig mehr eine Ökonomisierung, glaube ich, auch stattgefunden, ja, was ja auch mehr den Handel angeregt hat. Und dann, was du schon gesagt hast, als dritten Punkt, diese Great Acceleration, wo im Prinzip eigentlich die Erdölförderung und Nutzung begonnen hatte, die nochmal sehr, sehr viel beschleunigt hat. Zum Beispiel mit Erdöl ist ja dann Basis für Plaste, was man jetzt wahrscheinlich als, ja, als Mikroplastik wirklich in der Erde auch finden wird. Aber auch dadurch konnte man fliegen und sich viel, viel krasser und schneller bewegen. Und dann als vierten Punkt, was man auch wirklich im Gestein sehen kann, 45, 50er Jahre, die ersten Atombombentests, wo sich dann einfach Stäube ablagern, die messbar sind sozusagen. Und das sind diese 4 Punkte, wo ich persönlich gerade denke, ich kann jeden von denen annehmen irgendwie. Für mich ist es so relativ krass. Und das, was ich noch interessant finde am Anthropozän, warum sich eigentlich darüber auch Gedanken machen, ist, dass es uns herausfordert, uns eigentlich als Einheit mit der Natur zu sehen, und aber nicht so eine hippiemäßige Einheit, sondern das ist ja alles ein System, und wenn wir hier eingreifen, dann hat das einen Effekt, und nicht nur bei uns vor der Haustür, sondern vielleicht auch auf der anderen Erdhalbkugel. Und ja, das finde ich eigentlich total verrückt, mir da irgendwie so eine Platte drüber zu machen. Ja, ich finde da das, was du beschreibst, auch mit diesen Startpunkten, das passt für mich sehr gut in diese Grafiken halt rein, die dann ganz langsam anfangen und dann ab irgendeinem Moment explodieren. Und auch genauso, wie du sagst, die neolithische Revolution, das war auch zu circa, soweit man das halt noch weiß, so 10.000, vor 10.000 Jahren, das war genauso der Punkt, als eigentlich Pleistozän in Holozän dann so umging. Und dann wurde die Erde wärmer und dann war es so warm, dass auch Ackerbau betrieben werden konnte und dass man sesshaft werden konnte. Und damit fängt das dann halt irgendwie so an. Und dann hat man halt noch diesen ganz großen Punkt halt, Kolonialisierung fängt ja auch wirklich, oder kann man sagen, einer der Startschüsse ist dann die Entdeckung Amerikas. Da ist dann auch mehr oder weniger das Ende vom Mittelalter, und dann fangen wir an mit der Neuzeit, und dann beginnen auch die Gedanken der Aufklärung. Und also grundsätzlich der Mindset der Aufklärung ist da, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil da hat man ja wirklich, wie ist das berühmte Wort halt, die Befreiung dann aus der, oder die Rausführung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und man hat sich ja auf den Weg gemacht, und man wollte dann auf einmal entdecken, und man hat sich nicht mehr darauf verlassen, dass das alles, die Welt ist schon gut gerichtet, nein, und ich bin auch nicht jetzt der Sturm, dem bin ich nicht ausgeliefert, sondern, und wenn es jetzt mal schlechtes Wetter gab und es gab eine schlechte Ernte, dann muss ich halt leiden, weil das nun mal so sein soll, sondern man hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich das dann wirklich da halt besser machen, das auf einer großen Ebene. Und das fängt dann ja mit der Neuzeit, fängt das da halt dann irgendwie an, und was da natürlich noch mit drin schwingt, ist dann auch mit dieser Wissenschaft, erstmal so Beherrschung der Natur, halt auch in dem Sinne von, dass ich da überhaupt klarkomme und auch, dass ich keine Angst mehr vor der Natur haben muss. Also ich muss keine Angst mehr haben vor wilden Tieren, ich muss keine Angst mehr haben vor schlechtem Wetter und einer schlechten Ernte, die auch wirklich lebensbedrohlich waren. Und dann später dann natürlich, ich muss auch keine Angst mehr haben davor, dass ich krank werde, weil es einfach eine Medizin gibt, die auch wirkt. Und das ging meiner Meinung nach so alles viel mit der Aufklärung da halt los. Dann halt auch die industrielle Revolution, die jetzt dann nochmal so ein bisschen weiter gepusht, und wir sind da so an der Aufwärtsbewegung von dem Graphen, also wie ich da irgendwie drauf schaue, wenn ich das dann halt sehe, weil es war ja, wir haben viel von Revolutionen gesprochen, dass die industrielle Revolution war ja nicht nur der Verbrauch von fossilen Brennstoffen, die da dann anfingen, da halt mit der Dampfmaschine, sondern da hängt ja auch noch, was kurz danach kam, ganz wichtig ist die Hygienerevolution, wo man dann überhaupt auf die Idee kam, so Hände waschen und so wirkt, was
Und dann natürlich auch die da dranhängende Chemieindustrie, die dann ganz viele Stoffe und Möglichkeiten bereitgestellt hat. Unter anderem auch halt dann die Folgen, die Vorbereitung für die Agrarrevolution, halt dann wirklich, wo man dann Düngemittelherstellung ist, halt Ammoniaksynthese. Und da hatte man, da waren auf ganz kurzem Zeitraum zwischen also Dampfmaschine, dann Hygienerevolution und der Agrarrevolution oder der Grünen Revolution heißt sie, glaube ich, dann offiziell, war man auf einmal, hat man sich dann schon so über die Natur erhoben. Und dann hatte man auf einmal Werkzeug in der Hand, das man erstmal machen konnte. Und dann kurz danach, nachdem man diese dann halt halbwegs auch perfektioniert hat, und das führt dann automatisch zu dieser großen Beschleunigung, was ich da halt irgendwie sehe, für mich ist das der Punkt, und da fängt dann auch das Anthropozän dann richtig an, ist, wenn nämlich diese ganzen Wirkkräfte, also menschliches Handeln und wir machen hier ein bisschen und dann ganz viel Dünger auf die Erde und wir begradigen die Flüsse und einfach durch unsere Hygienemöglichkeiten können wir sowieso mehr Menschen am Leben erhalten und dann auch gleichzeitig können wir auch unsere ganzen, die Tiere, die gehalten werden, die kann man jetzt auch noch mit Antibiotika etc. versorgen und haben dann noch mehr Möglichkeiten und diese Stoffe gelangen dann alle dann halt in die Umwelt und verteilen sich und wir haben den globalen Handel, verteilt sich halt mehr und das sind da halt so Wechselbeziehungen. Und die verstärken sich dann irgendwann wie in so einer Echokammer. Und irgendwann schwingt sich das Echo so stark auf, dass es dann die Resilienz, die du, glaube ich, vorhin beschrieben hast, die dann nämlich sprengt. Und das ist dann so der Moment, in dem wir jetzt halt sind und was für mich auch dieses Anthropozän ausmacht. Und das dann auch mal ausmacht, dieser Mensch halt als geophysikalische Kraft oder das menschliche Handeln als geophysikalische Kraft, weil wir uns einfach so... Wir sitzen mit den Naturgesetzen halt an einem Tisch und sind zumindest gleichberechtigter Player, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen stärker. Da kann man jetzt lange drüber streiten. Ich fand das total verrückt auch. Wir sind jetzt ja schon fast eigentlich so in diesem Punkt, wie wir das für uns irgendwie so interpretieren. Weil als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, dachte ich so, oh Gott, das Anthropozän ist jetzt eins von diesen menschlichen Modellen. Und eigentlich denken wir ja nur in Modellen, wenn wir irgendwie auf die Erde gucken. Okay, und dann nehmen wir uns das Anthropozän jetzt auch noch dazu. Und so sehen wir jetzt halt irgendwie die Welt. Und das, was ich aber interessant fand, das war ein Interview mit Eva Horn, das ich gehört habe, eine Literaturwissenschaftlerin. Erst habe ich es gehört und habe es nicht richtig gecheckt und musste ich mich ein bisschen mit Anthropozän auseinandersetzen. Das zweite Mal gehabt und habe gedacht, boah, wie on-spot und gut die das eigentlich sagt, dass es so, wie wir auch realisieren, dass wir mit Worten eigentlich auch unsere Realität und auch so ein bisschen unser Gefühl gestalten, weshalb ja gerade auch mehr zum Beispiel jetzt Gendern irgendwie Anfang in die Sprache findet oder, das habe ich nicht richtig gesagt, anyway. So fand ich das mit dem Anthropozän gut, dass das irgendwie so dann dieses Wort ist, dass wir halt wirklich checken, wir sind diese Naturkraft oder diese Naturgewalt, die da eingreift und dass, ja, das, wie können wir das in der Sprache halt irgendwie auch verstehen, wie kann das menschliche Hirn das checken, dass wir nicht mehr, ja, dass wir uns über so einen persönlichen Egoismus oder auch vielleicht einen nationalen Egoismus rausbewegen würden und wirklich global denken und auch global handeln. Das ist ja, glaube ich, das, was so diese Zeit von uns erfordert, sozusagen, wenn man vor diese Katastrophen wie Klimakrise gestellt wird. Und bei mir ist es aber so, ich bin überfordert auch einfach, wenn ich das höre. Und das ist, glaube ich, auch was man im Hinterkopf haben darf. Das menschliche Gehirn ist einfach nicht dafür gemacht, langfristig zu denken. Und das sieht man vielleicht auch an Smartphone-Nutzung, wie schnell man ablenkbar ist irgendwie mit Nachrichten, keine Ahnung. Und dann, das finde ich irgendwie so verrückt, mir das wirklich so bewusst zu sagen, ah, okay, das ist irgendwie was, wir müssen es mittlerweile im Hinterkopf behaben. Welche Freiheitsgrade haben wir eigentlich noch? Also es wirft bei mir wirklich so ganz, ganz viele Fragen auf. Ja, so nach den Grenzen halt, was wir machen können. Und was ich, also da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, ist, es gibt ja auch viel Kritik an diesem Begriff des Anthropozäns. Also wir feiern ihn jetzt hier drauf. Ab. Ich freue mich schon drauf. Auf jeden. Aber ich feiere noch weiter. Ich will noch was zum Positiven halt sagen. Also was ich auch schön finde, ist, dass da halt dann schon, es wird halt schon die ganze Menschheit adressiert. Und klar, viel von denen, gerade was jetzt Klimakrise angeht, was jetzt Artensterben angeht, viele von diesen Auswirkungen, das haben mehr oder weniger die westlichen Industrienationen für den gesamten Planeten erledigt in diesen ganzen letzten Jahren seit der industriellen Revolution. Auch der Raubbau, der dann halt im globalen Süden halt stattgefunden hat, der wurde ja von den westlichen Industrienationen dann halt betrieben. Und auch wenn es dort halt passiert ist, waren die Auswirkungen und die Ursachen sind halt in Europa und Nordamerika zu finden. Und trotzdem beschreibt halt dieser Begriff,
es ist halt schon das Menschenzeitalter und das heißt, wir hängen als Menschheit auch komplett drin. Da ist jetzt auch in dem, was ich gerade, glaube ich, gesagt habe, so ein bisschen von der Kritik schimmert da jetzt auch schon durch. Aber ich möchte jetzt viel lieber auf so diesen gemeinsamen Aspekt halt dann noch raus, dass wir halt wirklich, das ist etwas, was wir auch als Menschheit einfach lösen müssen. Und zwar gemeinsam, ob wir wollen oder nicht. Und ich weiß jetzt auch noch gar nicht, das merke ich immer noch, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so diesen Zustand Anthropozän, ob ich da jetzt eine echte Haltung zu einnehmen muss. Klar, weil wenn ich manchmal mich damit beschäftige, dann finde ich es natürlich total scheiße, weil dann liest man erstmal, was alles da drin steckt und was alles vor die Hunde geht und was sich dann halt irgendwie verändert und dann ist das natürlich erstmal niederschmetternd und dann gibt es dann so andere Momente, da ist das dann eben genau, wo ich sage, ja, wir stecken als Menschheit drin und überhaupt sind wir schon so weit, das überhaupt zu begreifen, was da halt passiert und begreifen ist ja immer schon mal so der erste Schritt für eine Lösung und dann stehe ich da auch wieder so ein bisschen positiv da halt dann drüber. Und dann gibt es auch noch so diese dritte Position, wo ich mir sage, ja, es ist halt jetzt auch einfach nur ein Begriff für die Situation, in der wir jetzt halt sind. Und das dann einfach so als Begrifflichkeit zu akzeptieren. Und da schwanke ich auch noch so ein kleines bisschen da. Du hast einen Stichpunkt gesagt, den ich sehr spannend fand, nämlich Kritik an der Theorie des Anthropozän. Okay, du willst gleich zur Kritik rein. Alright. Ich will. Ja, nein, weil, genau, ne, das ist so, man ist ja auch gut so, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, zu gucken, okay, was könnte das auch vielleicht widerlegen, was spricht dagegen, was bestätigt mich jetzt nicht nur in dem, dass ich es jetzt erstmal abfeiere sozusagen und genau. Ja, ich habe jetzt mich gar nicht so zur Kritik, ich war so voll in meinem, oh Gott, ja, das stimmt, oh Gott, das ist irgendwie schlimm, oh Gott, wie ordne ich das jetzt überhaupt in meinem Hirn ein? Aber du hast ja gesagt, du hast dich mit Donna Haraway auseinandergesetzt. Ja, auch, ne? Die hat sehr viel dazu gemacht, da will ich dann gleich noch so intensiv drauf, aber es gibt ja auch noch viele andere Kritiker an diesem Anthropozän und was viele da eint dann eigentlich, ist auch sozusagen, ist ein kleines bisschen, na einerseits, was ich gesagt habe, ist, dass es eigentlich nur ein kleiner Teil der Menschheit war, der das für den gesamten Planeten und alle Menschen da halt dann wirklich runtergerockt hat oder das verursacht hat, wenn man da wertfrei das formulieren wollen. Und das ist so der erste Teil. Und dann gibt es auch noch die... zweiter Teil ist überhaupt dieses, dass mit diesem Anthropozän auch ein bisschen das Ausgeliefertsein. Das ist halt jetzt einfach so. Und das ist, die Menschen gestalten halt diesen Planeten. Und das sind jetzt halt die Auswirkungen. Und das werden wir dann halt schon irgendwie hinkriegen. Also sozusagen diese Ergebenheit, die da mitschwingt. Und klar, also Donna Haraway hat da relativ viel, die mag diesen Begriff halt überhaupt nicht. Unter anderem halt auch, also für sie steckt da auch sehr viel drin. Für sie steckt halt nicht nur da der Mensch als Verursacher drin, sondern sie sieht da natürlich auch noch diese ganzen klassischen Erzählstränge und das ist dann der Anthropos, das ist dann so dieser eine Mensch und sieht diese klassischen Heldenerzählungen halt auch so drin und der Mensch und mit seinem Werkzeug, / seiner Waffe, zieht dann irgendwie aus und erledigt dann irgendwie ein Abenteuer und dann ist alles gut oder auch nicht. Also um es jetzt mal ganz klassisch zu sagen, die Prinzessin ist gerettet oder halt auch nicht und das ist ihr halt einfach zu simpel. Und sie kämpft ja eh sehr dafür, dass wir halt dann wegkommen, auch von diesem Menschenzentrierten hin, sondern dass wir wirklich diesen Planeten begreifen als von vielen Wesen bevölkert. Und der Mensch ist halt nur ein Wesen. Und dann gibt es diese, sie nennt sie oft Kritter, das ist eine Bezeichnung. Die Ritter nur mit K? Kritter, ja, von ein bisschen so vom Englischen abgeleitet, so Kreatur. Ja, Ritter mit K ist jetzt, das ist auch eine Version. Es kommt halt irgendwie so von Creature runter, aber in Creature steckt auch wieder so Kreation, Creation, da halt dann so drin. Und sie arbeitet eh viel mit Sprache. Und das ist dann nicht immer so ganz so direkt ins Deutsche zu übertragen. Ich glaube, Wesen ist eine gute deutsche Entsprechung, wenn man nicht dieses Kritter verwenden möchte. Und es geht halt um die menschlichen Wesen und um die anders als menschlichen Wesen, also halt nicht nur die Tieren und die Pflanzen, sondern auch noch die Pilze und eigentlich auch die Bakterien und auch jetzt hier in Corona-Zeiten auch die Viren. Aber was ist jetzt Ihre genaue Kritik am Anthropozän? Ja. Es ist sehr menschenzentriert und dass es irgendwie den Mensch als eingreifendes Wesen darstellt? Ne, stellt erstmal den, nee, es ist der Mensch, der steht wieder im Mittelpunkt und sie sagt, wir kommen nur, wir sitzen gemeinsam in dieser Scheiße drin und sie sagt auch, das Verhältnis eigentlich zwischen Menschen und den anders als menschlichen Lebewesen ist einfach nur völlig zerrüttet und ist eigentlich schon durch. Und es ist auch ein
die Schädigung, der Schaden ist schon längst da. Und ja, das Artensterben, das wird sich jetzt noch weiter hinziehen, aber es sind schon viele Arten, sind schon verschwunden und das Sterben geht weiter. Und wir müssen eigentlich erstmal uns selber als Menschen von unserem hohen Podest runternehmen. Und das ist, glaube ich, auch, was hier an diesem Anthropos stört, dass da halt nur der Mensch drinsteckt und halt hin zu einem gleichberechtigten Moment hinkommen, sozusagen. Also, dass wir uns auf eine Stufe mit den anderen Wesen stellen, dass man da halt auch, also sie möchte, dass man jetzt, also sie sagt, wir sind sowieso schon, das große Sterben hat begonnen, es gibt da Überlebenden und wir sollen uns auf die Spur nach diesen Überlebenden machen. Also alle Tiere, alle Pflanzen, alle sonstige Wesen, wie auch die Menschen, die geschafft haben, sich Strukturen, in denen sie zurechtkommen, und dann schauen, wo sind die verbindenden Elemente dazwischen. Und eines, was sie da halt sieht, ist einfach nur das Gefühl der Trauer, weil sie das halt sieht, das ist ein Gefühl, das geteilt wird, zumindest zwischen Menschen und Tieren. Es gibt Tiere, die die Trauer empfinden. Man kann das auch, ganz bekannt sind die Trauerrituale von zum Beispiel Elstern. Gibt's, das kann ich jedem mal empfehlen, bei YouTube mal nachzuschauen, nach Morning Magpie. Und die sind, das ist wirklich eine Gruppe von Vögeln, da ist eine der Eltern ist gestorben und die sind im Kreis drumherum und man merkt wirklich ganz genau, die schreien sich da halt die Trauer, dass sie einen aus ihrer Gemeinschaft da halt verloren haben, schreien die sich halt raus und das kann man auch nur bei anderen Tierenarten, kann man das aber jetzt aber Haraways Ansatz ist jetzt, okay, wir sollen, also mir ist nicht klar, was ihr Alternativvorschlag ist sozusagen. Wir sollen, das ist das Schwierige, also es ist unglaublich radikal und gleichzeitig auch unglaublich naiv und deswegen halt auch unglaublich schwierig umzusetzen. Dass man da halt, dass man voneinander lernt, dass man guckt, wo sind Menschen und anders als menschliche Lebewesen, wo verzahnen sich deren Lebewege, wo zieht man sich selber, nimmt man sich selber zurück, eben wir sind nicht der Anthropos, wir laufen nicht über diesen Planeten und wir sind jetzt alle die Gärtner und sagen, da muss das sein und so muss die Natur gestaltet sein, sondern sie sagt halt, wir sollen hingehen und voneinander lernen, unsere Leben miteinander verweben. Sie benutzt da gerne auch so das Bild von so Fadenspielen, wo man dann halt, da sieht man sich Muster, also ich kenne man noch so als Kind, ich kann es nicht mehr, wo man dann halt dann, man hat ein Stück Schnur und dann macht man Fadenfiguren mit den Fingern und dann kann man das nämlich auch so weitergeben immer. Und dann sitzt man mit mehreren Leuten und gibt das so weiter und sie sagt halt, wir müssen ähnlich so hingehen und müssen da halt so wie diese Fadenspiele, die wir weitergeben, müssen wir von anderen lernen, müssen unsere Räume auch selber öffnen für Pflanzen, für Tiere und die anderen Wesen, die integrieren. Wir müssen zu... Schon auch sehr abstrakt. Es ist... Jein, es ist eigentlich... Einerseits ist es unglaublich konkret und gleichzeitig ist es aber es ist so naiv, radikal abgehoben, dass es sich eigentlich völlig unvorstellbar ist. Und man liest irgendwie dieses Buch und denkt sich... ja, eigentlich, das ist total die Lösung. Und dann macht man es zu und dann fragt man sich, wie soll man das eigentlich schaffen? Und dann wird es halt total schwierig. Aber was halt viel ist bei ihr, ist eigentlich Geschichten erzählen. Und ist nämlich, ist sozusagen auch die auf genau diese Geschichten von den Überlebenden, die weiterzutragen, daraus halt die Lehren zu ziehen, sich selber halt zurückzunehmen und gemeinsame Geschichte kommen. Und sie benutzt deswegen auch, das ist auch Teil ihrer Kritik halt an diesem Anthropozän und an diesem Heldenepos, der Mensch dann halt mit seinem Werkzeug ist, dass sie meint, dass in der Geschichte, klar, da gibt es dann den Ritter und der reitet durch die Gegend und es ist eigentlich nur die Geschichte von dem Ritter und seinem Schwert und dann vielleicht noch von dem Drachen, den er erschlägt, aber auf dem Wegesrand, da steht ein Baum, an dem ist er rangekommen, der hat vielleicht Schatten drüber geworfen und auch das Schwert ist mit einem Faden und am Gürtel befestigt und ohne diese ganzen anderen Gegenstände und die begleiteten Lebewesen auf dem Weg hätte er seine ganze Geschichte gar nicht erzählen können, weil er sonst nie dahin gekommen wäre. Und sie sagt, wir müssen vielmehr den Fokus auf die Nebenschauplätze legen und wir müssen wegkommen, weg von Heldengeschichten hin zu halt gemeinsamen Geschichten. Das ist so ein bisschen ihr Ansatz. Es ist sehr abstrakt. Ja, so ein bisschen denke ich beim Zuhören, ist es vielleicht auch einfach gut, gerade in diesem Prozess, dass ich setze mich mit diesen ja, sehr menschengemachten Konzepten auseinander irgendwie oder wie, keine Ahnung, ich glaube, so wie Haraway sich damit auseinandersetzt und darüber nachdenkt, ist es ja auch einfach eine Art der Auseinandersetzung mit der Zeit, in der wir gerade leben und auch irgendwie mit unserem Leben.
Und ich habe zum Beispiel bei dem, was ich jetzt über das Anthropozän gelesen habe, auch ganz klar eigentlich irgendwie für mich rausgehört, okay, es geht eigentlich darum, dass wir uns als Teil vom Lebewesen Erde irgendwie begreifen und dass unser Handeln Effekte hat. Und was vielleicht bei Haraway die Nebenschauplätze sind, ist halt auch einfach so dieses Begreifen, okay, ich weiß, wenn ich jetzt hier den einen Grashalm rausreiße, weiß ich noch nicht, was die Folgen sind, aber es hat Folgen sozusagen. Und nur weil ich die noch nicht sehe, heißt es nicht, dass sie nicht da sind oder so. Oder weil ich sie nicht als wichtig oder tiefgreifend empfinde. Das habe ich schon noch so rausgelesen. Ich glaube, das, was ich dann auch so schwierig finde von, ich fange an, mich theoretisch damit auseinanderzusetzen, ist dann wirklich auf so, ja, es auf mein eigenes Handeln runterzubrechen irgendwie. Und ob man sich jetzt dann via der Kritik am Anthropozän oder indem ich sage, ich feiere das an, also feiern ist komplett unangebracht. Aber indem ich sage, ich glaube jetzt an diese Anthropozän-Theorie, am Ende muss es ja, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass wir uns irgendwie damit auseinandersetzen und dass irgendwie vielleicht Handlungen kommen. Ich frage mich dann aber auch bei diesen ganzen Riesentheorien so, ey, es ist so, der Kahn wirkt für mich schon so vor die Wand gefahren. Irgendwie haben wir nicht vielleicht schon wirklich bald diesen Tipping Point erreicht. Bringt das jetzt irgendwie noch was? Aber es ist ja auch bescheuert, dass nur weil ich mich jetzt wissenschaftlich mit was auseinandersetze, ist ja, ich kann ja nicht als Pessimistin dann da rausgehen und in so eine Schockstarre kommen und gar nichts mehr machen, weil ich denke, alles ist egal. So. Ja, da geht es ja auch so, was ich da sehr spannend fand, ist, weil du auch gleich gesagt hast, sind genau diese ganzen Lebewesen in diesem Organismus, Planeten, da halt dann vereint sind. Das ist auch ein Bild, das sie da sehr gerne benutzt. Also da der Holobiont, was vom Prinzip her ein Lebewesen ist, das aus vielen Lebewesen zusammengesetzt ist, hört sich jetzt komisch an. Jeder von uns ist das, ist nämlich ein Mensch mit unserer Darmflora und allem, was dazugehört. Wir sind genauso so ein Holobiont und das ist natürlich auch jedes Lebewesen und ist dann natürlich im Großen, kann man dann auch sagen, wir haben das Holobiom, also der Lebensraum, in dem alles da halt ist. Und eine Stadt ist das und da ist eben nämlich nicht nur das menschliche Lebewesen drin, sondern genauso wichtig, dass es funktioniert, ist das Stadtgrün, sind die ganzen Bäume, sind die Grünanlagen da halt da drin und die Pflanzen, die dann noch den Raum haben, irgendwo zu wachsen, ist auch der kleine Grashalm, der sich da halt, das Hirtentäschel, das sich da durch die Ritze in der Fuge da halt hochzieht. Und dann ist natürlich, kann man von der Stadt, kann man noch weitergehen auf den gesamten Planeten. Und diese Einheit, die ist ihr nämlich total wichtig. Und sie entwickelt das ja einerseits über die Überlebenden, weil sie sagt halt, wir stehen eh so kurz vom Tipping Point, also das Sterben hat schon längst begonnen, wir müssen jetzt nach den Überlebenden schauen und genau diese Geschichten halt erzählen. Und vor allem, sie will halt weg von davon, dass es genau, wir stehen kurz vor der Katastrophe und es gibt halt diese eine Lösung. Und da merkt man, dass sie ganz viel auch im Gegensatz da halt arbeitet, weil, worüber ich auch noch gerne reden wollte, ist nämlich auch, wie man kann das Anthropozän auch sehr krass positiv denken, also auf mehrere Möglichkeiten. So das eine ist, es ist jetzt sehr trivial und ich hoffe, ich trete da niemandem zu sehr auf die Füßen, aber vom Prinzip her ist das genau die Beschreibung, der Mensch als geophysikalisch bestimmende Kraft ist genau die Beschreibung von denen, macht euch die Erde untertan, was dann so halt in der Bibel da halt auch drinsteht. Und da könnte man halt sagen, man hat diesen Auftrag, ist dabei, den zu erfüllen. Und was natürlich auch dahinter steckt, ist dieser Ansatz, den es ja auch immer wieder gerne gibt, wir können diese ganzen Probleme, die wir halt haben, können wir irgendwie mit Technik lösen. Was ja auch der Weg ist, wie wir da halt reingekommen ist. Wir haben einfach ein Versorgungsproblem. Jetzt haben wir Dünger. Jetzt haben wir sozusagen, die Pflanzen tragen nicht lang genug. Jetzt haben wir eine Pflanzenzüchtung, dass wir dann halt einfach die Stängel noch irgendwie so härter machen, dass da einfach da mehr Körner auf die Ähre draufpassen. Dann, und so weiter. Und wo wir ständig technische Lösungen finden. Und es gibt auch im Bereich Geoengineering, gibt es ja auch genug Leute, die sagen, die ganzen Probleme mit Klimawandel, kriegen wir auch so hin, dann werden halt irgendwie über die Polkappen wird dann reflektierende Folie drauf gemacht, damit die halt schön kühl bleiben und es gibt Ideen für Salzmaschinen, wie man den Golfstrom sollte, der versagen, einfach weil so viel Süßwasser in die Meere kommt, dass man dann einfach an bestimmten Punkten dann einfach nur massiv Salz reinführt, um diesen Golfstrom halt wie eine Maschine am Leben zu halten. Wow. Und da gibt es im Bereich Geoengineering und einfach nur technische Möglichkeiten, gibt es immer noch einen ganz großen Teil. Und das passt lustigerweise halt perfekt in genau auch die Erzählung von der großen Beschleunigung. Weil es geht alles halt nach oben
Und dann es geht dann natürlich auch, und die Probleme, die da auch entstehen, können wir technisch dann auch lösen. Und natürlich, das ist das Problem, das wir halt kennen, je mehr wir technisch eingreifen, desto mehr neue Probleme entstehen. Und dann müssen wir technisch noch mehr nachsteuern, und genauso entstehen halt auch diese exponentiellen Kurven. Und das ganz Interessante ist, und auch da, wenn es jetzt irgendjemand besser weiß, dann sehr gerne, freue ich mich dann noch über Inputs. Aber es gibt ja einen der bestimmenden Vordenker der ganzen Computer-Kybernetik-Lehre oder das, was jetzt halt Internet ist, ist dann halt Ray Kurzweil, der ja genau davon profitiert. Der das befördern möchte. Weil der sagt nämlich, der beschränkt sich da ganz stark auf das Wissen. Da sind wir auch wieder bei dem Wissensfortschritt, den wir haben. Der wächst exponentiell an. Und eigentlich sind wir als Menschen schon gar nicht mehr in der Lage, das zu begreifen, das ganze Wissen, das wir sammeln. Und wir sehen das ja auch. Es gibt so viele verschiedene Studiengänge und Forschungsrichtungen. Und den Universalgelehrten, wie es den früher halt eigentlich gab, den du zu eigentlich fast allem hättest fragen können, den gibt es auch gar nicht mehr. Weil wir können es gar nicht mehr begreifen, und du hast jetzt dann vielleicht höchst Kompetente, aber vom Prinzip her brauchen wir Fachidioten, um das gesamte Wissen, das wir über die Welt und die Menschen haben, verstehen zu können. Und ich glaube, vielleicht mehr systemisches Denken, als so ein sich auf kleine Details. Nein, er kommt ja weiter. Der hat da ja noch einen Trick da halt dann dran. Und was er halt dann sagt, ist, wir können das dann halt mit der Fortentwicklung von künstlichen Intelligenzen, von neuronalen Netzwerken, sind wir dann nicht mehr als Menschen in der Lage, das ganze Wissen zu verstehen, sondern dann haben wir dann eine KI, die alles Wissen der Welt verstehen wird. Und er sieht nämlich diese exponentielle Beschleunigung als Vorteil, weil irgendwann geht die Kurve so steil nach oben, dass dann die KI, die künstliche Intelligenz in der Lage ist, das alles zu begreifen, und dann gibt es einen Moment, den er als Singularität beschreibt, und das ist dann der Moment, wo nämlich dann alles Wissen der Welt in dieser Maschine vorrätig sein wird, und dann sind wir nämlich auch in der Lage, das alles zu beherrschen. Zumindest ist das die Versprechung, die er dann halt dann macht. Und viel von dem, was wir tun und wie wir handeln, läuft einfach darauf hinaus, weil das immer noch Grundlage ist von sehr viel, was in der Zeit in der, ich sage jetzt mal, Computerbranche, die ist jetzt auch weit gefasst, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, einfach abgeht. Und ich habe da noch nicht so richtig eine Vorstellung irgendwie zu. Was ich aber mit der Technik irgendwie dachte, was mich auch noch an quasi den Input von der vorhin genannten Eva Horn irgendwie erinnert hat. Sie sagt auch, dass ein Lösungsansatz ist auf jeden Fall die Technik, und zwar auch die Nutzung von künstlicher Intelligenz, gerade um dieser Klimakrise entgegenzutreten, aber dass es dann vor allem darum geht, nicht einfach nur künstliche Intelligenz als selbstfahrendes Auto, sondern einfach sinnvoll gestalteter Verkehr, ja, sozusagen, und dass auf jeden Fall auch einfach so ein Tourismus wie komm, hey, wir gönnen uns mal diese Schellen, aufhört, sozusagen, aber dass da wirklich die Technik so genutzt wird, dass eben wir die mit all den Infos speisen können, dass die Technik dann sozusagen das System überblickt, was unsere Hirne einfach überhaupt nicht mehr leisten genau. können. Genau, und dass wir dann nämlich so Klima und Wetter, also wir selber können das nicht verstehen, aber dass es dann eine Maschine gibt, die dann in der Lage ist, das zu steuern, und die dann vielleicht auch in der Lage ist, die Parameter, das sind zumindest die Versprechungen, in der Lage ist, dann gibt es halt eine Maschine, die kann diese Wettermaschine, die diesen Planeten nun mal da läuft jeden Tag, rund um den Planeten dann halt verstehen und weiß auch, wo dann die Stellschrauben sind, und könnte das dann einstellen. Das sind dann so die Besprechungen, und ich glaube, wenn man das dann so vor Augen hat, dann versteht man eher, was Haraway will, weil die will das exakte Gegenteil. Die will nämlich hin zu den Dingen, die wir verstehen, und sagt nämlich, geht raus, lebt in eurer Umgebung mit den Wesen, den Menschen, den Tieren und den Pflanzen in eurer Umgebung, lernt von denen, beobachtet sie. Also sie sagt, weg von der Beschleunigung, Entschleunigung, im direkten Umfeld aktiv werden, handeln und direkt von allen lernen und halt eben nicht nur von den Menschen lernen. So, und das ist so der Gegenentwurf zu genau, wenn sie die Beschleunigung rausnehmen will. Und so macht das Ganze dann halt auch ihr Ansatz meiner. Also es hat mir sehr viel geholfen, das dann halt, um zu kapieren, was sie eigentlich will. Ich weiß noch nicht mal wirklich, ob wir das halt umsetzen können. Ich habe auch gerade beim Zuhören gedacht, bedeutet, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen eigentlich, dass wir jetzt noch in der Lage sind, die Beschleunigung so rauszunehmen irgendwie. Ich glaube, es gibt ja dann manchmal so
Oder ich merke es ja auch bei mir selber, dass dadurch, dass ich mich dann durch Agrarwissenschaften oder Stadtökologie natürlich auch mit Natur auseinandersetze und denke, ey, das Ursprungsproblem ist einfach wirklich, dass wir in die Natur eingegriffen haben und alles, was wir jetzt machen, ist Symptom- und Folgebekämpfung irgendwie. Also jeder technische Eingriff, den wir jetzt eigentlich machen, ist auch eigentlich nur um ein Symptom oder um ein Problem zu bekämpfen, für genau. das wir aber UrheberInnen sind, ja. sozusagen. Und es würde halt sehr viel von sehr vielen Menschen bedeuten. So einfach nur, wir haben einfach riesen Städte gebaut, ja. und so weiter. Ich weiß nicht, also so, wer würde denn jetzt noch in eine kleine Gemeinschaft zurückkehren? Irgendwie, ich weiß nicht, das gibt es ja auch so. Also ein paar, ja. Ja, aber hin und wieder, man findet halt die Gemeinschaftsgärten und dann stehen dann halt einfach nur so mitten in Berlin, neben einem der berühmtesten Orte Berlins, gibt es dann halt einen kleinen Garten, wo Menschen zusammenkommen und dort nämlich dann Beete anpflanzen. Und dann gibt es da halt eben nicht nur irgendwie Vogelhäuschen, sondern dann gibt es dann auch noch Schmetterlingshäuschen, was ich irgendwie jetzt im Sommer entdeckt habe, wo ich gar nicht wusste, dass es so etwas wie Schmetterlingshotels gibt. Und dann ist ein Bienenhotel, ein Schmetterlinghotel und dann ist ein Vogelhäuschen da. Und dann sind ganz viele Beete und wo es dann nämlich auch versucht wird, das zu verzahnen. Aber es erfordert halt wirklich sehr viel von allen Menschen und das ermöglicht jetzt und gleichzeitig. Und das ist halt das Problem. Es ist sehr radikal, sehr revolutionär und sehr naiv. Also naiv im positiven Sinne halt einfach, weil es halt ganz viel von den großen Argumenten wegwischt und dann einfach nur dieses ganz alte Ding halt back to the basics und damit dann halt arbeiten will. Und ich weiß jetzt auch noch nicht, irgendwie sind beide Ansätze sind so völlig surreal, so vorzustellen. Ja, aber ich glaube irgendwie, das Surreale ist überhaupt, sich irgendwie bewusst zu machen, dass man als Mensch irgendwie so eine krasse eingreifende Kraft ist. Also ich denke dann auch so, okay, was ist denn heute? Heute gehen wir irgendwie hier raus dann und dann, was weiß ich, gurke ich mit meinem Fahrrad wieder durch die Stadt. Aber ich weiß nicht, ich habe nicht jede Sekunde in meinem Alltag das irgendwie so präsent und das ist, glaube ich, schwierig. Und das, was ich irgendwie von Haraway rausziehe, was ich mir irgendwie vorstellen kann, ist einfach, dass wir vielleicht wirklich schauen, dass wir irgendwie mehr d'accord mit unseren eigenen Werten sind. Das ist dann so meine Swantje-Sicht, dass ich denke, ah, ja komm, jeder Mensch ist irgendwie von Grunde auf gut. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwie bewusst in den Alltag irgendwie rausgehen und denken, boah, heute greife ich mal wieder so richtig in den Planeten ein. Aber ja, trotzdem da irgendwie so bei sich zu bleiben, irgendwie, natürlich auch lachen. Mhm. Ja, irgendwie sich da seinen Werten treu zu bleiben, das finde ich total schwer irgendwie im Alltag, wenn man dann doch wieder geplagt ist von so Existenzängsten oder dann ist da wieder die Miete gestiegen oder so. Ja, ich glaube, es ist einfach ein Konzept, was schwer zu begreifen ist. Und man hat eigentlich die ganze Zeit so eine stille Katastrophe über sich wabern irgendwie. Und ich finde es auch schwer, das für mich irgendwie. Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt, weil vor allem dieses, weil man spürt ja nicht, dass sich jetzt was ändert. Hm. Also zum Beispiel, wenn ich einfach, ich gehe jetzt vor der Tür und habe jetzt einfach mehr Augen, also mehr Auge für die Spatzen, die in Berlin, die sind allgegenwärtig. Man sieht sie auch das ganze Jahr durch. Die sitzen da halt an den Dachrinnen und in irgendwelchen Mauervorspringen oder in Rollledenkästen haben die sich dann halt ihre Nester reingebaut und zwitschern da halt rum und schimpfen und sind als Gruppe unterwegs und dass man einfach nur guckt, und wo sind die eigentlich und was brauchen die eigentlich, damit die hier leben können, und dass man da erkennt, so ja, die brauchen nicht nur Wasser zum Trinken, sondern die baden auch dann im Staub und weil sie das einfach für die Reinigung brauchen, und das heißt, ich muss auch für so eine funktionierende Stadt und dass die für die Spatzen auch erlebbar ist. Die brauchen Futter, aber die brauchen auch einfach mal so Sandflächen, die vielleicht für uns total olle und doof aussehen, aber für die ist das total wichtig und super. Und selbst wenn man dann halt solche Schritte dann halt macht, ich glaube, so beschreibt das so ein bisschen dieser wir lernen von den Überlebenden. Mhm. Aber das hilft nämlich nicht, weil ich halt immer noch diese große Katastrophe, halt Artensterben, Klimakrise, was halt alles auf uns da noch zukommt, das hat ja erst richtig angefangen, das halt zu begreifen. Vor allem habe ich dann immer noch halt nicht wirklich das Gefühl, dass ich da irgendetwas ändere, bloß dass ich jetzt halt, ja, ey, cool, ihr seid die Spatzen und ich gucke zu, dass ich für euch was mache. Und ja, man will dann auch schon da so mehr haben, aber wir sind jetzt, das merke ich schon so bei diesem Punkt, wie kommen wir aus diesem Anthropozän da halt irgendwie raus? Ja, ich merke auch, ich komme immer mehr für mich dahin, dass ich so denke, ja, was machen wir denn da jetzt mit im richtigen Leben? Wie machen wir da jetzt irgendwie das richtige Leben? Weil ich finde es auch schwer, was ich da auch merke, ist so, ich meine,
ne, ich bin ja jetzt meine paar Jahre auf der Welt und fühle mich aber trotzdem dann auch irgendwie mit schuldig, so als müsste man, also hast du das auch, dass ich so denke, oh, hätte ich das nicht eher irgendwie aufhalten müssen oder so? Hätte ich da nicht irgendwas Nee, habe ich gar nicht. Nee. Also das ist, also ja, ja klar, es gibt ja so dieses Sündigen in Anführungsstrichen und dass man schon halt, also irgendwie, man kommt nach Hause und merkt halt irgendwie, oh scheiße, ich habe das Licht angelassen und war jetzt 3 Stunden weg. Das denkt man schon, ja kacke, aber ich habe deswegen jetzt nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, damit kommen wir auch nicht voran. So, weil wenn jetzt nur noch alles, oh mein Gott, alles ist Last und alles ist scheiße und ich darf das nicht und ich darf das nicht und ich darf das nicht. Weil dann zieht man sich noch mehr zurück. Ich glaube, dann kommst auch, du gar nicht mehr raus. Aber mich stressen halt so. Mich bringt das immer in so eine Lähmung, diese Katastrophenszenarien irgendwie, dass ich dann wirklich erstmal so da sitze und denke, oh, wo fange ich denn da jetzt an, wo mache ich das da jetzt irgendwie am besten, und dass ich auch so in meinen alltäglichen Handlungen auch so eben, wie wir es auch so ein bisschen anfangs erwähnt haben, diese Paradoxe einfach drin habe von Licht angelassen oder jetzt doch irgendwie nochmal mit dem Auto irgendwo hingefahren oder so, also und ja, aber die Frage ist ja, was kann man denn da irgendwie richtig machen? Setze ich mich jetzt dafür ein, dass wir die super künstliche Intelligenz haben oder nicht? Oder bleibe ich doch einfach und mache sozusagen in Anführungsstrichen weiter wie bisher, aber dass ich nicht weiter wie bisher mache, so wie es vielleicht Fridays for Future anklagen, sondern verantwortungsbewusst weiter, so zumindest. Also mich hat das eigentlich befreit, weil ich habe da schon, also sind wir auch wirklich da so beim richtigen Leben. Ich habe irgendwann halt, also ich will jetzt gar nicht das berühmte Zitat da irgendwie runternudeln, das hat hoffentlich jetzt jeder im Kopf. Und ich habe aber irgendwann für mich halt einfach festgestellt, so wirklich, dass das 100% super richtig, also richtig ist, was jetzt Natur- und Umweltschutz angeht, das Leben, das können wir sowieso nicht wirklich. Welches also, berühmte Zitat? Ja, das berühmte Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, das ist so halt, das wollte ich jetzt hier so ein bisschen umschiffen. Und ja, weil es stand ja im Raum, aber es soll jetzt da nicht drum gehen, ist ja halb so wild. Ey. Mhm. Und weil wir... Ich wollte es deswegen umschiffen eigentlich, weil wir nicht darüber reden wollten, sondern wir wollten über das Anthropozän reden. Und ja. Das ja eigentlich nämlich und auch die unbeantworteten Fragen. Genau, und weil wir nämlich die Frage offen lassen wollten, ob es ein richtiges Leben im Falschen gibt oder nicht. Und also mich hat das eigentlich befreit, so die Erkenntnis, dass ich egal wie ich mich verhalte, ich kann nicht alles richtig machen. Und dadurch, dass dann so, dass es Klick gemacht hat, so ich werde einfach nicht ständig alles richtig machen können, das hat mir eigentlich geholfen, dann einfach da auch so da, ja, verzeihend mit mir und dann halt so genau diesen ganzen Unzulänglichkeiten, da kann ich dann halt relativ easy umgehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich dann weniger anstrenge, ich habe da jetzt dann nicht die Lehre draus gezogen, ist eh alles scheißegal, weil ich kann es nicht richtig machen, aber so eher so, ich kann es halt versuchen. Ich bin dann halt irgendwie dran und wenn ich halt einen Fehler mache, dann ist das einer von vielen, die ich früher geleistet habe, die ich noch leisten werde. Und das Wichtige für mich ist halt so dieses Bewusstsein, dieses Rangehen und Vorankommen und eben halt genauso, dass wir sitzen und dass wir drüber reden, wie wir aus dieser ganzen, aus dieser Misere und noch vielen anderen Miseren, die wir ja noch haben, wie wir da irgendwie rauskommen und einen Weg finden und da auch gerade da so auf dem Persönlichen, also ich weiß nicht, wir könnten jetzt vielleicht noch über die... Ich finde das voll interessant irgendwie, dass du sagst bei dir, dass das so eine befreiende Sache hat. Ich bin da so vielleicht, irgendwie hat mir das neulich vorgeworfen auch, oder nicht vorgeworfen, aber angemerkt, dass ich sehr ich-bezogen bin in einem Sinne von, ich beziehe dann die Sachen oder die Probleme auf mich, genauso wie ich dann jetzt bei Matrix 10 denke, oh Mann, ey, warum haben wir den Kahn so vor die Wand gefahren irgendwie, ja. Was, ja... Dass ich es irgendwie, wie sage ich, aber irgendwie das Gefühl habe, oh, man muss das so irgendwie richten oder ich müsste das irgendwie richten oder ich müsste jetzt sofort irgendwas machen, um da loszugehen. Aber eigentlich ist es auch total sinnlos, weil eigentlich fordert das ja auch das Anthropozän von mir ein, dass ich irgendwie verstehe, ich bin ein kleiner Teil von einem riesengroßen Ganzen. Ja. Und aber auch irgendwie zu sehen, was für eine Katastrophe kommt, aber dann irgendwie so bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, ich mache jeden Tag irgendwie nur kleine Sachen und aber dann so ein Vertrauen in diese kleinen Sachen auch einfach zu kriegen. Wenn ich auch jetzt über nachdenke, allein dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, hat sich auch meine WG damit auseinandergesetzt. Und das ist ja, also wer weiß, was das dann sozusagen macht irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und also gerade das finde ich so einen interessanten Punkt, ist wie... Das ist so schon ein großer Begriff, der sich da erschlägt. Und wenn man auch wirklich guckt, was halt die offiziellen vorgeschlagenen Maßnahmen halt dann sind, wo man halt sagt, man definiert die Grenzen des Planeten und überlegt sich,
was ist so der Mindestbedarf, den die Menschheit hat. Hm. Und das ist jetzt so eines von vielen Beispielen, das ich mir jetzt einfach rauspicke. Das wird gerne so Donut-Economy dann halt genannt. Man muss sich halt einen Donut vorstellen und so in der, die äußere Grenze ist dann sozusagen, ist alles, was wir von diesem Planeten nehmen können, ohne dass er halt vor die Hunde geht. Und das Innere ist sozusagen, ist das Minimum, der innere Kreis ist das Minimum von dem, was die Menschheit wirklich braucht zum Überleben. Und so das dazwischen, das ist dann der Teil, mit dem wir wirtschaften können in jeder Beziehung. Also jetzt nicht nur, um damit Geld zu verdienen, sondern das ist insgesamt halt die Verfügungsmasse. Das ist dann aber, wenn du das runterbrichst, dann sind das halt staatliche Programme und die geben dann auf der einen Seite Förderlinien raus und auf der anderen Seite lassen sie Instrumente wie Steuern und so, die wir dann zwar halt spüren, aber das sind völlig abstrakte Dinge, in denen halt in irgendeiner UNO-Konferenz da mit 230.000 Teilnehmern da halt dann drüber diskutiert wird, was für uns ja gar nicht spürbar ist. Aber es ist halt genau dieses Ding, auch die Ausgangssituation halt Anthropozän, ein riesengroßes Wort, und hängt es jetzt wie eine Wolke oder wie ein Mühlstein über uns. Ja. So, also ein Mühlstein, der dann fallen wird. Und ganz ehrlich, jetzt auch so mit diesem, also auch wenn ich mich jetzt so ein bisschen reingekniet habe in den letzten Tagen, um das zu bearbeiten, so wirklich beantworten kann ich das echt noch jetzt noch nicht. Ob das jetzt hier, ist das Wolke, ist das Mühlstein, ist das jetzt, wird das schon alles gut, weil wir das auf irgendeiner so abstrakten, theoretischen, politischen Ebene dann lösen können und dann viele kleine Einzelpakete runterbrechen und das wird schon passieren von den Verantwortlichen in dieser Welt, oder geht es jetzt wirklich darum, dass ich dann halt, dass ich dann raus aus meiner Wohnung und dann halt irgendwie das Klassische halt dann zurück zur Natur und dann in mein kleines Fleckchen Land und ich nehme jetzt nur noch wirklich das, was ich brauche und lebe dann so ein kleines bisschen wie im Disney-Film, wer war's, Schneewittchen, die dann da halt mit, wo dann die Vögelchen vorbeikommen. War Schneewittchen. Ich bin nicht so firm darin. Aber ich kenne halt das Bild, wie sie da halt dann sitzt und dann kommen alle Tierchen, da kommen angezwitschert. Und versuche ich halt irgendwie dahin zu kommen. Und also ist jetzt auch nicht so, dass ich gerade alles hinschmeiße und unter diesem Impuls dann nachfolgen will. Sondern ich hänge halt immer noch drin. Und es schwankt halt. Und diese so die persönliche Ebene auf der einen Seite und dieses Abstrakte, das habe ich noch nicht aufgelöst. Ich glaube, also bei mir, abgesehen davon, dass ich irgendwie so denke, fand ich es total gut, mich damit auseinanderzusetzen, weil es mir nochmal ein klares Ja und Plädoyer für so einen anderen systemischen Blick war. Und auch, obwohl ich eigentlich erst dachte, das wäre irgendwie klar, aber ich glaube, gesamtgesellschaftlich ist das halt noch nicht, dass wir uns halt auch so ein bisschen wie Haraway das kritisiert, dass der Mensch sich so ins Zentrum rückt, dass wir das eben nicht mehr machen können, sondern dass wir halt einfach Teil von einem komplexen Ding sind irgendwie. Und das fand ich irgendwie nochmal total interessant, auch unter dem Blickwinkel sozusagen ins Nirgendwo zu radeln und irgendwie, ja, sich doch nochmal mit anderen Augen das Umfeld anzuschauen. Obwohl ich für mich auch noch nicht so richtig sagen kann, in welche Richtung geht's jetzt. Aber vielleicht ist es auch irgendwie ein erster Schritt und ein erster Anfang, ja, durch nochmal die Anthropozänbrille raus in die Welt zu gucken und mit diesem Bewusstsein vielleicht auch das Leben um einen rum wahrzunehmen und dass auch vielleicht Dinge, die einem sonst so super wichtig waren, auch da nicht mehr so bedeutend sind irgendwie. Nee, also so in etwa geht's bei mir halt auch, was ich, als ich mich auch angefangen mit Anthropozän zu beschäftigen, ist halt, gut, ist so ein Begriff bei mir aufgetaucht, halt also ganz schnell das Bild des Försters oder auch des Gärtners. Hat einfach, ja, hört sich blöd an, aber ist einfach so von meiner Ausbildung. Das ist lustig, weil du dich als Förster vorgestellt hast. Ja, nee, deswegen, ja. Und weil, das ist mein Foto ins Bild. Und der Förster, ich sag mal ganz klassisch, und das ist jetzt auch so ein Abstrakter, der geht halt raus und der sagt ganz genau im Wald, was da wo Phase ist. Und so, da will ich jetzt halt, da wächst die Fichte und dann an der Stelle ist sozusagen, da kann jetzt irgendwie eine Eiche, die passt so optimal hin und die möchte ich dann da haben. Und er greift dann halt ein. Das ist so, ein Förster ist nicht unbedingt so ein Beruf, in dem man den Wald jetzt erstmal per se so einfach wachsen lässt, sondern man gestaltet. Und das steckt halt auch da für mich in diesem Anthropozän drin, ist dann eben halt dieser Gärtner oder Förster, der dann nämlich sozusagen der Natur seinen Platz zuweist. Das kommt auch da gleich auch in den ganzen, in diesem Hege- und Pflegebegriff vom Förster, wie er mit dem Wild umgeht. Der bestimmt ganz genau, mein Wald verträgt diese Dichte von Rehen und deswegen möchte ich diese Dichte da auch haben.
Und dann irgendwie nach Füchse habe ich jetzt gerade relativ wenige, weil ich habe eine kleine Mäuseplage, deswegen brauche ich mir Füchse. Da gehe ich jetzt dann halt nicht ran. Also wirklich so dieses Regulierende, Bestimmende. Und der weiß jetzt, wie viele Füchse der Wald braucht, oder was? Ne, er sagt es halt, genau, das ist so der Punkt. Weil da gibt es dann nämlich halt dann so einen Menschen, und das kann man genauso beim Gärtner, kann man es auch übertragen, der dann halt festlegt, so in der Natur, auf diesem Planeten, da muss das dort sein, das dort sein, das dort sein. Das ist so ganz viel, wie wir halt Naturschutz betreiben. Wir haben Artenlisten, und da steht dann halt drauf, das sind die Lebensräume, das sind die Arten, die in diesen Lebensräumen vorkommen, und dann entwickle ich diese Lebensräume, ich werte sie auf und entwickle sie so, dass ich maximal viel von diesen Arten dort da halt sind. Das ist schon sehr Bestimmendes, und ich weiß nicht, ob wir uns mit dem Ansatz da irgendwie da raus retten können aus diesem Anthropozän, weil damit beschleunigen wir das immer nur, und dann wird der Mensch immer der gute Hirte, der gute Gärtner, der gute Förster sein, der über diesen Planeten und Tiere und Pflanzen halt bestimmt. Und was mir jetzt auch schon klar geworden ist, dass wir eigentlich viel mehr runterkommen müssen von unserem hohen Ross, das wir bestimmen wollen. Vielleicht auch einfach aufmachen, auch diesen menschlichen Lebensraum aufmachen für Wildnis, für so Räume schaffen, in denen wir Menschen eigentlich gar nichts mehr zu melden haben oder wenig beeinflussen, was halt total schwierig ist. Weil du kannst halt, klar kann ich jetzt hier irgendwas abzäunen und dann sagen, so, das ist jetzt Wildnis, aber es kommen trotzdem die ganzen Stickstoffemissionen, die dann halt düngen und die Pflanzen, die dort überwachsen können, da dann halt einfach nur das bestimmen, die kommen so oder so rein. Egal, ob ich da jetzt ein rot-weißes Flatterband drum mache oder nicht. Das ist ja genau dieses Verständnis von diesem großen System. Ich habe gerade auch noch überlegt, so, wir werden das wahrscheinlich zu keinem guten Ende irgendwie bringen können. Also wir haben ja auch schon angekündigt, dass hoffentlich mehr Fragen dann da sind als Antworten. Das ist ja immer ein gutes Zeichen und Neugier an einem Thema. Ja, aber dann noch letzte, so eine Antwort, die ich da halt schon dann irgendwie habe, ist für mich bekommen habe. Das ist eine von vielen, ich habe noch genug Fragen, also keine Sorge. Aber es ist halt wirklich mehr Platz machen. Mhm. Und das habe ich wirklich so rausgezogen, ist einfach nur sozusagen, also Platz machen für diese ganzen anderen Wesen, mit denen wir diesen Planeten halt einfach teilen. Und wer weiß, wie groß wir das noch ziehen können. Aber da einfach nur uns selber zurücknehmen und vielleicht auch nicht überall, also dieses mehr zuhören. Und auch von diesen ganzen anderen nichtmenschlichen Lebewesen lernen, was haben sie eigentlich, was wollen sie? Und ihnen auch Möglichkeiten geben, so mit ihren Möglichkeiten ihr Leben nachzuvollziehen. Also deswegen halt den Spatzen Raum geben. Und da nicht dann so sagen, das muss jetzt so sein, sondern vielleicht auch einfach mal so sehen, da habe ich jetzt eine Struktur und da leben die Spatzen und denen geht es da gut. Und dann vielleicht auch sagen, ja, das bleibt jetzt mal so. Ja, ist ja vielleicht auch ein ganz schönes Bild und passt auch noch mal ganz gut als Schlussbild in dem mehr Raum lassen und weil du auch gesagt hast, okay, da habe ich jetzt da vielleicht keinen Ansatz für oder ich habe da jetzt auch keine Antwort, aber sich so reinzubegeben in so ein Mysterium, dass es jetzt vielleicht auch nicht wir als Menschen sofort beantworten müssen sozusagen. Ja. Wir haben ja vielleicht da auch gerade mal genug gemacht und können. Ja, ich mag irgendwie dieses Bild des Raums, Raum geben, sich zurückmachen, mal nicht alles leisten müssen, mal nicht so viel machen müssen, sondern sein lassen. Irgendwie vielleicht ja nicht alles erobern. Finde ich da ganz gut als Gedanken. Aber das Anthropozän ist natürlich ein großes Oberthema, was dann nochmal relativ viel, ja, auch an Podcast-Folgen nach sich ziehen wird. Und dann auch Bildfolgen, weil man sich hier, glaube ich, doch relativ viel über die Themen auseinandersetzen kann. Und das ist jetzt auch nicht der Oberanspruch, dass wir hier von allen Themen die große Ahnung haben. Aber ich glaube, es ist wichtig und auch ein Anfang, wie es aussehen kann, sich mit Themen auseinanderzusetzen und sich denen anzunähern und irgendwie zu verstehen, dass es. Also hoffentlich haben wir auch in 2 Wochen eine andere Meinung vielleicht dazu. Also man nähert sich ja mehr an und hoffentlich entwickeln wir uns auch. Nee, es wird kommen. Also allein schon durch dieses Gespräch geht's ja gleich weiter. Ja, aber wir haben auf jeden Fall noch was vor. Wir haben noch andere große Themen, mit denen wir, oder große Worte. Es ist auch die Größe der Worte, ist es für mich immer. Die wir runterbrechen wollen. Irgendwie verknuspern. Wir ziehen sie ins Nirgendwo und gucken sie da an und machen was damit. Ja. Wir können ja so ein paar Buzzwords sagen. Also wir haben uns ja schon Biodiversität, Nachhaltigkeit, Naturschutz,
so ein paar Sachen noch rausgeguckt und geguckt, ja, okay, was machen wir jetzt damit irgendwie? Weil es ist ja oft so diese schwierige Grätsche von, ich beleuchte das, ich kann das alles super theoretisch betrachten und habe dann hier ein Konzept und noch ein Konzept und dann gehe ich doch raus und trenne meinen Müll nicht oder so. Oder kannst du es gar nicht trennen. Ringmüll trennen überhaupt was. Ja. Oder kannst du es gar nicht richtig trennen, weil so wie du es trennst, wird es auch gar nicht dann wieder wegsortiert oder du hast nicht die Tonnen im Hof und da was. Und muss man sich das örtliche Abfallmanagement einfach doch anschauen. Ja. Ja, aber was du auch nur bedingt wieder beeinflussen kannst. Das ist da halt. Oder du fängst halt dann an, irgendwie deine eigene Kompostanlage im Hof aufzubauen. Ich habe Kompostwürmer. Ja, go. Und nun denn, aber wir, wie gesagt, wir wollen gerne noch Fragen angehen. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir uns das große N-Wort, also Nachhaltigkeit, werden wir uns annehmen. Hatten wir so grob, glaube ich, gesagt. Gut, vielleicht wird es auch was anderes. Wichtig ist sozusagen dann, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch noch viele Fragen mitgeben. Und das andere ist, wenn ihr Fragen für uns habt, dann findet ihr sie auf jeden Fall unter dem Video oder unter dem Podcast. Wir wissen nämlich auch noch gar nicht, wo ihr uns jetzt sofort adressiert, aber das ist gut so. Bitte fragt uns. Wir haben auf jeden Fall keine adäquaten Antworten, aber wir freuen uns über Fragen und nehmen total gerne Feedback an. Genau. Ein Perspektivenreichtum ist ja immer schön. Gut. Jo. Unbeantwortet. Gehen wir nach Hause. Ja, vielen Dank. Und war ein wunderschönes erstes Gespräch, echt in Person. Ja, und stimmt. Es war die Premiere in jeder Beziehung. Und wir werden demnächst uns wieder hier einfinden und dann geht's weiter. Cool. Danke, tschüss.